Ja, hallo zurück zu Let's Walk Fuji de San Andreas. Und ja, ich tue euch jetzt extra den Weg zur Spitze des Berges nochmal an, damit ihr seht, wie ätzend das ist, das immer und immer und immer wieder zu machen. Vor allem, wenn es dann letztendlich daran scheitert, dass man einmal irgendwie runtergefallen ist oder was auch immer. Also, ich muss sagen, ich hatte ja bisher immer gedacht, dass es, falls ich es nicht schaffe, immer und immer wieder versuche und einfach nie schaffe, dass ich dann irgendwann mal halt, dass dann ja, quasi der Strick reißt und ich dann wirklich mit dem Scharfschützengewehr einfach die Typen abknalle, damit ich das Rennen dann so schließlich gewinne. Ist ja vom Spiel so zugelassen, ist ja nicht so, als ob ich da irgendwas gehackt hätte oder so. Ich meine, das Spiel verbietet ja auch die anderen Teilnehmer abzuschießen mit allen Waffen, außer mit dem Scharfschützengewehr. Also wurde das quasi als kleine Hilfe so eingebaut, damit man auf die 100% kommt. Auch wenn man das Fahrrad fahren. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das Fahrradfahren habe ich nicht im Griff. Das hatte ich noch nie im Griff. Ich hatte ja auch schon bei der einen BMX-Challenge, hatte ich ja da so meine liebe Mühe mit dem, habe ich ja den Krankenwagen als Hilfe genommen, um da auf die eine Rampe zu gelangen, weil man musste da irgendwie auf der Rampe in die eine Richtung und dann sich quasi eine Kehre machen und dann in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt kann ich zu Fuß, oder? Ja. Genau, und was ich jetzt nochmal versuchen werde, ich weiß nicht, ob es gelingt. Und falls es nicht gelingt, dann ja, werde ich das. Kann ich. Oh shit. Okay. Jetzt seid ihr gerade Zeuge geworden eines Flugzeugcrashs. Also war es in dem Sinne eigentlich ganz cool, dass ich euch mitgenommen habe. Es kann immer wieder mal was Unerwartetes passieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. So werde ich sie zuerst mal antesten. Und zwar ist es eine Möglichkeit, wie ich das Rennen möglichst einfach gewinnen kann. Wirklich gewinnen kann. Ohne dass ich die ganzen Spastis abknallen muss. Und zwar hat das zwei Gründe. Erstens mal, ja. Ich schieße sie ab, oder? Das ist schon mal das eine, was kacke ist. Das andere ist, ihr habt ja gesehen, nicht einmal das funktioniert. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen. Jetzt warte ich mal, bis der Bullenstern wieder verschwindet, aber das funktioniert schon mal. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dann auch disqualifiziert werde, wenn ich das tue. Da habe ich jetzt absolut keine Ahnung. Okay, der Camper taucht nicht wieder auf. Das ist schon mal kacke. Der andere verschwindet auch nicht. Das ist ein bisschen kacke. Na gut, vielleicht taucht der andere jetzt mittlerweile wie. Vielleicht ist ja der andere mittlerweile wieder gespawnt. Hey, nicht ermüden. Hey, was habe ich denn überhaupt diese Nebenmission gemacht, dass du nie ermüdest, wenn du dann trotzdem ermüdest, Junge? Doch, jetzt sind sogar zwei. Hey, geil. Da kann ich ein richtiges Feuerwerk hier veranstalten. Also wenn es jetzt wirklich, ich bin motiviert. Also es hat schon mal, das in die Luft sprengen hat schon mal funktioniert. Allerdings ist eben natürlich noch die Frage, ob ich disqualifiziert werde oder nicht. Das ist dann schlussendlich das, was entscheidend ist. Und zwar muss ich den hier hinstellen. Also das Ziel ist auch wieder, dass die Typen da reinrasen. Der einzige Unterschied ist, dass ich vom Fahrrad steigen werde. Und mit einem gezielten Sniper-Schuss die beiden Karren zur Explosion bringe und alle anderen Teilnehmer kille.
Dann kann ich nämlich in Ruhe in die Ziellinie fahren. Und ich habe nicht einmal die Typen abgeschossen. Ich habe sie nicht abgeschossen. Habe ich nicht. Ich habe auf das Wohnmobil geschossen und... sorry. Ich habe auf das Wohnmobil geschossen und das ist dann halt einfach explodiert. Da kann ich ja im Prinzip nichts dafür, oder? Dass da die anderen Typen da reinrasen. Kann ich ja absolut nichts dafür. So. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Eben das einzige Problem ist, dass ich halt, ja, dass es gut möglich ist, dass ich disqualifiziert werde, wenn die so sterben. Aber egal, komm, das nehme ich jetzt in Kauf. Also, jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich hier gleich auch sehe, wohin ich schießen muss. Ich muss nämlich genau hier rauf schießen. Okay. Puh, versuchen wir es. Okay. So viel dazu. Es funktioniert also nicht. Also eigentlich, wenn ich wegschaue, müsste es wieder spawnen. Ach komm, es ist mir zu blöd, da noch weiß ich wie lange zu warten. Nehmen wir jetzt wieder mit, vielleicht sehen wir ja wieder was Lust. Also das wirklich, das mit den Flugzeugcrashs ist eigentlich noch das Einzige, was mich gerade ein bisschen motiviert. Und eben, ich muss sagen, es ist mittlerweile so ätzend, dass es sogar fast schon wieder seinen Reiz hat. So ähnlich wie mit der Pool Challenge. Was mir Spaß macht, ist mit dem Motorrad. Das, wenn man diese Challenge mit dem Motorrad machen müsste, hey, dann würde ich sie auf jeden Fall versuchen, legal zu schaffen. Weil ihr seht, wenn ich mit dem Motorrad irgendwo auf der Seite reinbrettere, dann korrigiert er gleich. Das ist nicht mit dem Fahrrad, wo er sich da irgendwie, was ich, für 100.000 Mal dreht. Und dem, was mich auch extrem, was ich eine verdammte Verarsche finde, ich habe 100% Fahrradskill, aber von diesem Fahrradskill sehe ich nichts, gar nichts sehe ich von diesem Fahrradskill. Komm, ich fahre jetzt hier hinten durch. Ja, und dann gibt es halt ein bisschen, ja, jetzt ein paar mehr Folgen eben, die sich das nicht antun wollen, die können ja die Folgen skippen oder sich nur jeweils das Ende anschauen. Und die mit mir leiden wollen, sich solidarisch zeigen und mit mir leiden wollen, die schauen einfach sich diese Folgen auch noch an. Obwohl, ich muss sagen, es ist eigentlich fast schon, ja, eigentlich könnte ich das eigentlich auch ein Let's Play nennen, weil aber ich möchte mich auch mit diesem Let's Walkthrough, mit dieser Bezeichnung, möchte ich mich auch ein bisschen von der Masse abheben, die ihre Projekte Let's Plays nennt. Und im Prinzip muss ich sagen, ja, kann man auch sagen, ich meine, Let's Play, lass uns spielen. Das bedeutet für mich einfach, ja, wir spielen einfach mal, oder? Aber Let's Walkthrough dann wirklich im Sinne, hey, wir spielen es wirklich durch. Wir gehen es durch. Und in dem Sinne ist es schon auch noch ein Let's Walk. So, jetzt sind wir sogar alles mit dem Motorrad gefahren. Hat nicht unbedingt viel mehr Zeit gebraucht. Okay, das Fahrrad ist wieder da, das ist schön. Aber ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Das hat mir eigentlich, die Idee hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir stellen
einen Camper. Hierhin. Vielleicht noch ein bisschen quer, wäre natürlich noch besser. Ja, genau. So. Das Wohnmobil, das stellen wir hier oben hin. Genau. Ja. Und wir düsen dann einfach rechts rüber. Okay, sollte klappen. Und für den Notfall eben das Scharfschützengewehr. So, jetzt schaffen wir dieses Rennen. Der Chilliard Challenge. Scotch Bonnet Yellow Root. Da hat sogar einer rüber geschafft. Ganz geil. Ist irgendwas explodiert? Okay, komm. Oh. Oh. Ja, schon wieder mal ein Flugzeug in den Mount Chiliad geflogen. Genau, ich nehme euch jetzt mal mit. Ich werde zur Abwechslung mal wieder Folgendes. Also ich glaube, man darf nicht zu nah an die Ziellinie ran, sonst funktioniert das nicht. Ich werde mir mal wieder den Fallschirm holen zum nächsten Mal und in der Hoffnung, dass ich das irgendwann mal schaffe. Und dann froh bin irgendwann später, dass ich dann wieder einen Fallschirm habe. Ich werde den Camp jetzt mal wieder positionieren, ein bisschen mehr, dass auch wirklich alle reinfahren, nämlich eigentlich so. Jetzt weiß ich zwar nicht, eigentlich ein bisschen. Ja, und da fährt er hin. Natürlich ist kein neuer gespawnt. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Frag mich, wo jetzt der hin ist. Der ist wahrscheinlich schon wieder weggespawnt. Und ich habe jetzt, also erstens mal, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich nochmal Glück habe, dass es mir gelingen könnte, dieses erste Rennen nochmal zu schaffen. Also es geht eigentlich nur darum, es nochmal zu schaffen und dann speichern und dann kann ich mich dem zweiten Rennen widmen und das auch wieder versuchen, legal zu schaffen. Das mit dem Erschießen möchte ich wirklich nur als quasi als Notlösung, obwohl das muss ich dann auch zuerst mal beherrschen. Wie wir gesehen haben, funktioniert ja das auch nicht. Schafft das? Ja, der hat es geschafft. Jetzt habe ich es genug versperrt und jetzt sollten eigentlich alle auf die Schnauze fallen, aber ja, egal, ich mache mal schon das Scharfschützengewehr parat
Der Chilia Challenge zum 1000. Mal. Scotch Bonnet Yellow Root. Ja, diesmal hat es alle. Ja, nein. CJ. Oh. Ja, natürlich. Ja, alles klar. Oh, das war jetzt geil. Hey, wir sind die Erste. Und das ist nicht schlimm, wenn der jetzt ein bisschen aufholt, weil wir wissen ja, dass wir am Schluss mit dem quasi mit dem Sprint-Modus noch einiges an Weg aufholen können. Nämlich genau jetzt. Versteht ihr jetzt, was ich meine? So, wir sind Erster. Rein ins Ziel. Geschafft. So, und jetzt speichern. Ja, tut mir leid, Jungs, aber ihr musstet mir das Leben zur Hölle machen. Puh. Eben am Schluss, hätte ich es am Schluss nicht dort verkackt, hätte ich es gewonnen. Aber eben, ich habe sie schon einmal gewonnen, legal, ohne diesen Trick. Und von daher finde ich es jetzt nicht unbedingt tragisch, dass ich es jetzt halt mit dem Scharfschützengewehr gemacht habe. Aber ja, ich werde euch jetzt den Weg nicht nochmal antun. Ich werde jetzt ja zuerst mal speichern. Das ist sehr wichtig. Und dann sehen wir uns wieder auf der Spitze ja, des Berges. Bis gleich. Bird's Eye Winder. Ja, und wir versuchen es wie beim ersten Rennen nochmal, also wir versuchen das Rennen zuerst mal legal zu gewinnen, also eben mit dem kleinen Trick am Anfang mit dem Wohnwagen, der irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat dieses Mal. Versuchen wir das Rennen möglichst legal zu gewinnen und falls das scheitert, dann haben wir immer noch die Option mit dem Scharfschützengewehr. Die werde ich aber auch dieses Mal gleich anwenden, weil eben ich habe keinen Bock da immer und immer wieder den Berg auf. Also letztendlich ist es das. Das Rennen fahren und verlieren, hey, kein Problem. Das habe ich bei A-Track, habe ich ja auch mehrmals an mehrere Anläufe versucht. Aber hier ist eben wirklich das Problem, dass man immer wieder diesen Berg rauf muss. Und ja, oh, das ging jetzt nochmal gut. Also gut, wir haben ja extrem viel. Ich wollte eigentlich Vorsprung rausholen, aber...
Oh nein! Hey, shit! Steig auf das Rad, sie... Das ist aber nicht im Ernst, oder? Das ist doch wohl nicht euer Ernst! Also eben, ey, Jungs und Mädels, es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich das erste Rennen, obwohl ich hab's ja legal gewonnen, ich hab's ja wirklich geschafft. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ich habe nicht gespeichert. Und nachher hatte ich einfach wirklich die Schnauze voll, es nach dem x-ten Versuch einfach, ja, immer und immer wieder zu machen. Obwohl ich hätte es auch fast geschafft, am Schluss einen kleinen Fehler gemacht und dann habe ich halt das mit dem Scharfschützengewehr gemacht. Aber eben, ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir überhaupt nicht leid, weil, ey, schau mal an, nämlich das Spiel gerade Scrooge, das ist ja, das ist traurig, ey, das ist echt, echt traurig. Und wehe, wenn jetzt das Fahrrad wieder nicht, ja doch, es steht, ich sehe es sogar schon, ja. Also, Bird's Eye Winder. Ah, so, okay. Ja genau, jetzt müssen wir rechts. Das letzte Mal sind wir links. Und der ist irgendwie verschwunden. Und jetzt, ich muss extrem scheiße fahren, dass ich jetzt aufgeholt werde und der andere verschwunden ist. Ich habe das Gefühl zwar, ich fahre gut, aber nein, fahre ich nicht gut. Dann weiß ich das auch, dass ich absolut scheiße fahre. Jetzt ist einer runtergefallen, das ist nicht schlecht. Da haben wir wenigstens ein bisschen. Und zwar, nein, der hat, jetzt hat er mich schon wieder überholt. Ey. Das ist so traurig, ey. Und eben die 100% Cycling Skill und auch das unbegrenzte Sprint, das ist alles für den Arsch. Wie man bei dieser Challenge sieht, bringt das gar nichts. Hätten wir uns eigentlich die Mühe wirklich sparen können. Und dass es sich auch immer noch dreht, also das ist doch wirklich zum Kotzen. Ey. Ja, fall runter, du Depp. Nein, tut er nicht einmal. Okay, Scharfschützengewehr. Nein, das sei sorry, aber hier habe ich echt keinen Bock, hey. Also wenn es wenigstens irgendwie einen Fortschritt gäbe, dass man sagen könnte, hey, das kannst du jetzt besser. Aber schau mal, er dreht sich einfach aus irgendeinem blöden Grund, dreht er sich einfach absolut unsinnig. Nein, da habe ich doch überhaupt keinen Bock. Ja, und jetzt fährt er natürlich. Das ist das Einzige, was wirklich nett ist, dass wenn man runterfällt, dass man dann nicht stirbt, sondern dass man da wenigstens die Möglichkeit hat, ja, dass es einen wieder zurück auf den Weg bringt. Ja, gewinnen tut man das Rennen deswegen trotzdem nicht, aber naja, wenigstens etwas. Eben jetzt schon wieder, eben, also jetzt wäre ich bereits schon, weiß ich wie viel, zigmal hätte ich mir jetzt schon den Vorsprung quasi verbaut. Und eben, selbst wenn ich das erste Rennen legal gewonnen hätte, ich glaube, ist es schon das Ziel? Nö. Ja, und das in der letzten, das war wirklich absolut assi. Da machen sie eine riesen Karambolage und ich habe ich natürlich nicht darauf geachtet, welche Farbe mein Fahrrad hatte und dachte dann, komm, nimmst du einfach eins, der wird sich dann schon
sein eigenes nehmen? Nein, er nimmt das eines anderen und prompt ist er disqualifiziert. Hammer. Wirklich ganz geil gemacht. Hey, ich stresse jetzt überhaupt gar nicht mehr. Warum soll ich mich stressen? Hey, ich habe es ja eh verloren. Eh keine Chance mehr zu gewinnen. Das Scharfschützengewehr mal wieder seine Arbeit tun müssen. Hier, wie lang geht dieses Rennen eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Dann werde ich wenigstens versuchen, das dritte Rennen, den Cobra Run, werde ich mal versuchen, den wenigstens zu schaffen. Weil der ist ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Grandiose Leistung, CJ. Okay, er wird nicht mal mehr zurückgeholt. Ja, die denken sich wahrscheinlich, komm, der... Ah, jetzt plötzlich, okay. Sorry, dass ich da so am Jammern bin, aber im Moment ist mir echt drum. Also... Das glaube ich ja einfach nicht. Woher kommt dieser Drecksbulle? So. Jetzt wieder speichern und dann sehen wir uns zum letzten Mal auf dem Berg für den Cobra Run. Ja, der CJ singt mal wieder und ja, herzlich willkommen zum dritten Teil der Mount Chiliad Challenge, der Cobra Run. Und zwar werde ich jetzt mal Folgendes versuchen. Ich werde mal das Rennen starten, um zu schauen, wo es überhaupt durchgeht. Nicht, dass ich da am Anfang schon verkacke. Cobra Run. Ah, okay, wir sind in einem absolut anderen Ort. Okay. Hey, aber geil. Geil. Was weniger geil ist, dass man, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt fast, nachdem das, dass man da eigentlich relativ easy, es sind nur drei Kontrahenten, okay, gut, dann ist es in dem Fall doch nicht so easy. Ich wollte schon sagen, okay, hier ist man wieder. Okay, hier ist man wieder unten. Okay. Okay, das wäre jetzt der Monsterstank gewesen, der eine. Aber weißt du, wenigstens hier hätten sie sagen können, hey, du musst nicht bis ganz nach oben, du kannst hier in der Mitte starten. Na, ist ja absolut unsinnig, dass wir auf die Spitze des Bergs gehen und dann wieder fast den ganzen Berg runter und ja. Und das wird auch der Grund sein, dass ich auch hier wieder mit dem Scharfschützengewehr arbeiten werde. Ja, weil es ist einfach schon zu viel passiert, sagen wir mal, und
sind wir in letzter Linie auch ein bisschen konsequent, wenn wir es jetzt auch noch das letzte Mal so machen. Und zwar sind die Spasten komplett weg, okay. Ah, ich glaube, dort hinten sie steigt doch ab. Dort hinten sehe ich was. Nö. Nö, die sind verschwunden. Toll. Sind weg. Ah, dort hinten sehe ich einen. Moment. Hä? Ich habe es gerade nicht ganz verstanden, was jetzt passiert ist, aber egal. Dann machen wir es halt noch einmal. Eben, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Challenge, eigentlich macht sie wirklich Spaß. Das einzige, was absolut ätzend ist, dass man immer wieder diesen scheiß Berg hoch muss, nur um dann festzustellen, dass das Fahrrad, das man braucht für diese Mission, dass das dann einfach nicht dort ist. Das ist ätzend. Da hätten sie wirklich irgendwie einen Speicherpunkt auf dem Berg machen können, dass man wenigstens hätte neu laden können und so. Das wäre ganz geil gewesen, wenn sie das getan hätten. Das haben sie aber leider nicht getan. Und deshalb ist das Einzige, was ich tun kann, das hier. Alle Strecken der Chilliard Challenge absolviert, den Polizeistellen sind wir auch weggeworden. Ja, tut mir leid, das war halt wirklich sehr unsportlich. Aber ihr habt ja gesehen, es, ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss sich auch immer fragen, wie viel Zeit man, oh, das war jetzt aber geil. Man muss sich immer fragen, wie viel Zeit man in eine Aufgabe investieren möchte. Und ich denke, wir haben doch noch einige Aufgaben vor uns und es werden auch nicht einfache Aufgaben sein und ich denke, wir sparen uns die Energie dann wirklich auch für etwas auf, wo ich sage jetzt mal die Rahmenbedingungen weniger ätzend sind. So, das Ganze mal speichern, bevor wieder irgendwas Schlimmes passiert. Und jetzt werde ich mich umziehen und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der, ja, Mission von vom Cesare. Und zwar ja, wieder der Caesar. Wie Alpando, der ist irgendwie hier, ja, hier hingekommen mit unserer Schwester Candy. Die haben sich da irgendwie abgesetzt, in Sicherheit gebracht. Und ja, genau. Gut, dann werde ich mich jetzt umziehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.